Nur wenn du das Folgende tust, denke ich, wirst du 2023 deine Immobilie verkaufen. Ich verrate dir meinen persönlichen 7-Punkte-Plan, mit der ich gerade letzte Woche Freitag meine Immobilie verkauft habe. Jahrelang kannten die Immobilienpreise nur eine Richtung und das war nach oben. Aber leider sind diese Zeiten nun vorbei. Deshalb braucht es aktuell gute und engagierte Verkäufer, um eine Immobilie verkaufen zu können. Die Zeiten, wo Immobilienmakler einfach nur die Tür aufschließen mussten und die Immobilie war im Prinzip schon verkauft und die Käufer haben sich die Klinke in die Hand gegeben und hatten Angst, günstige Angebote abzugeben, um dann vielleicht die Immobilie zu verlieren. Ja, diese Zeiten, das sind Zeiten von gestern. Aktuell müssen Immobilienmakler eher um ihren Job Angst haben, was folgender Zeitungsausschnitt zeigt. Im aktuellen Marktumfeld bei steigenden Zinsen kommen natürlich die Immobilienpreise unter Druck und da braucht es wesentlich mehr, erfolgreich eine Immobilie zu verkaufen. Entsprechend habe ich einen persönlichen 7-Punkte-Plan entwickelt, den ich auch in der Praxis erprobt habe, um meine Immobilien zu verkaufen. Mein Name ist Dr. Florian Roski. Ich bin Analyst, Investor und Macher und in meinen Videos nehme ich dich mit auf meiner persönlichen Reise zur finanziellen Freiheit. Legen wir los. Wer aktuell glaubt, mit faulen Maklern, schlechten Bildern oder Standardtexten seine Immobilie gut zu verkaufen, der ist weit gefehlt. Deshalb zeige ich dir im Folgenden meinen 7-Punkte-Plan, mit dem ich letzten Freitag meine Immobilie ohne große Verhandlung zu meinem Wunschpreis verkauft habe. Punkt Nummer 1, der Verkäufer. Du hast aktuell zwei Möglichkeiten. Du kannst einmal dein Objekt an einen Makler geben oder du kannst auch selber tätig werden. Bei der Auswahl des Maklers ist jedoch anders wie gestern einiges zu beachten. Heute zählen Makler, die Erfahrung haben und die ein großes Netzwerk haben, bei dem sie dir genau sagen können, ob sie deine Immobilie gut oder schlecht und zu welchem Preis platzieren können. Auch ist es wichtig, dass du schon im Gespräch merkst, dass bei diesem Makler Feuer ist, dass er engagiert ist und du solltest ihm auch genau danach fragen, wie er jetzt im Detail vorhat, deine Immobilie zu vermarkten. Ein lediglich, ja, ich stell's mal ins Netz, ist definitiv aktuell nicht genug. Alternativ kannst du auch deine Immobilie bei ohnemakler.de vermarkten. So habe ich es getan. Und damit reduzierst du natürlich gewaltig den Anschaffungspreis für den potenziellen Käufer. Und damit erhöht sich natürlich die Attraktivität der Immobilie. Es gibt ja lediglich auch viele Menschen, die haben ja ein Problem mit Maklern und sind der Meinung, dass sie im Prinzip überhaupt nicht notwendig wären und einfach nur den Kaufpreis erhöhen. Genau diese Kunden kann man momentan über ohnemakler.de einfach ansprechen. Den Weg habe ich selber auch gewählt und der war sehr erfolgreich. Zweiter Punkt, Homestaging. Ich selber habe ja auch meine Ausbildung gemacht zum IHK-geprüften Homestager. Beim Homestaging geht es darum, die eigene Wohnung, das eigene Haus auf eine Art Podest, auf eine Bühne zu stellen und es im Prinzip den Käufer schön zu präsentieren. Es geht eigentlich darum, die Braut flott zu machen. Einfache Wege sind dafür ein frischer Anstrich oder auch mal ein schönes neues Linoleumparkett und ganz wichtig, nicht zu vergessen, die Fenster mal so richtig zu putzen. Das sind einfache Maßnahmen, die gar nicht so viel kosten, mit der man eine Wohnung gewaltig upgraden kann und in ein besseres Licht stellen kann. Aber und für viele andere Tipps stelle ich dir mal mein ausführliches Video zum Thema Homestaging mit Link unter diesem Video ein. Das kannst du dir dann einfach anschauen und dann bist du top vorbereitet. Durch das Homestaging sind Preiserhöhungen normalerweise von bis zu 18% möglich oder du hast aktuell die Chance, deinem Wunschpreis durch das Homestaging wesentlich näher zu kommen. Also meine Empfehlung, nimm es ernst. Drittens, realistische Preisgestaltung.
Angesichts des aktuellen Drucks auf die Immobilienpreise ist es wichtig, den Wert oder den Preis der Immobilie richtig einzuschätzen. Dabei ist es leicht zu verstehen, dass leere Immobilien wesentlich wertvoller sind als vermietete Immobilien. Manche sprechen sogar von einer Preisdifferenz von bis zu 30%. Das heißt, wenn deine Immobilie aktuell vermietet ist, solltest du vielleicht mal Kontakt mit dem Mieter aufnehmen, ihn darüber aufklären, dass du eigentlich den Wunsch hast, diese Immobilie zu vermarkten, und vielleicht kannst du ihm auch durch freundliche Zusprache dazu bewegen, aus der Wohnung auszuziehen, oder du kannst ihm halt auch im Notfall etwas Geld anbieten, also ihm den Auszug leichter machen durch finanzielle Anreize. Solltest du den Mieter gar nicht dazu bewegen können, aus der Wohnung auszuziehen, und er möchte einfach in der Wohnung bleiben, dann musst du ihm natürlich sagen, dass du trotzdem diese Wohnung gerne verkaufen möchtest, und ich würde dir in jedem Fall anraten, dann auch die Miete zu erhöhen, weil gerade für Investoren gilt die Regel, umso höher die Miete ist, umso höher sind sie auch bereit, umso mehr sind sie auch bereit, einen höheren Kaufpreis zu zahlen. Denn für Investoren geht alles um Rendite. Das heißt also, es geht um Ertragsmöglichkeit versus Kaufpreis. Und umso höher der Ertrag ist, umso einen höheren Kaufpreis können sie auch bezahlen, um ihre Zielrendite zu erwirtschaften. Viertens, attraktive Präsentation. Es ist ganz einfach. Umso besser du deine Wohnung auch im Internet und in den Annoncen präsentierst, umso mehr potenzielle Käufer werden sich ja vielleicht für einen Besichtigungstermin anmelden. Umso breiter ist quasi dein Vertriebsfunnel, umso besser ist er. Das heißt, hier geht es um gute Bilder. Es macht sogar Sinn, einen Fotografen zu beauftragen, gute Bilder von der Wohnung zu machen. Oder zumindest eine Kamera mit Weitwinkel zu haben. Oder ein Smartphone mit Fischauge, dass man auch die Räume in der Ganzheit erfassen kann. Wichtig ist dabei auch, eine richtige Uhrzeit zu wählen. Also 11 Uhr oder 16 Uhr. Überall die Lichter anzumachen. Und wenn da oder dort ein Kleidungsstück noch von der Vermieter liegt, ihn darum bitten, dieses Kleidungsstück zu entfernen, denn Bilder sind erstmal das A und O. Zweitens, Texte. Hier empfehle ich auch, keine Standardtexte zu verwenden, sondern einfach im Word auflisten, welche Vorteile oder welche Einzigartigkeit diese Wohnung zu bieten hat, und dann das einfach in ChatGPT zu kopieren und ChatGPT darum bitten, hier einen tollen Präsentationstext zu schreiben. Damit bist du ganz weit vorne mit dabei. Denke auch da über die Einzigartigkeit deiner Wohnung dabei. Eigentlich keine Wohnung gleich der anderen. Sie ist auf einem anderen Stockwerk, hat einen anderen Blickwinkel, eine andere Lage, andere Vorteile, und gehe beim Verkauf auf diese Vorteile ein. Auch wenn du emotionale Aspekte zu bieten hast, zum Beispiel, du hast selber mal 5 Jahre in dieser Wohnung gewohnt und sagst, du verkaufst die Wohnung schon auch mit Herzschmerz, sind das alles Aspekte, die eigentlich der Käufer gut findet, weil er sieht, oh, in dieser Wohnung kann man gut und gerne leben, und ja, der Verkäufer trennt sich schweren Herzens von dieser Wohnung, was zeigt, ha, er ist auf der richtigen Seite und könnte hier einen guten Einkaufsdeal machen. Fünftens, Besichtigung. Bereite die Besichtigung vor. Gehe durch das Treppenhaus, gehe durch den Keller, und wenn hier Möbelstücke oder altes Zeug rumsteht, dann bitte doch die Hausverwaltung darum, das hier zu entfernen. Auch rate ich dir, das Klingelschild, also die Klingelbeschriftungen und die Briefkastenbeschriftungen mal zu checken. Und wenn hier mit einfachem Drucker und Ausdruck eine Verbesserung stattfinden kann, dann rate ich dir, diese vorzunehmen. Das alles macht einen besseren Eindruck. Beim Aufräumen auch bitte nicht den Hinterhof vergessen. Und auch hier macht es mal Sinn, die ein oder andere Pappe vom Boden aufzulesen und für Ordnung zu sorgen, die Mülltonnen vielleicht gerade hinzustellen, die Fahrräder gut aufzureihen, damit man hier den Eindruck gewinnt, hey, hier geht es um ein ordentliches Haus. Hier bist du gut aufgehoben. Das hilft. Zur Besichtigungsvorbereitung gehört natürlich auch, wenn die Wohnung schon länger leer steht, sie mal durchzulüften. Weil gerade dann, wenn Badewanne und Dusche nicht ständig bedient wird, dann fängt es an zu riechen. Das heißt, hier auch mal Wasser in die Wanne einzulassen, hier Wasser in die Dusche einzulassen, um die Gerüche zu entfernen. Auch schön vorher
durchzulüften und vielleicht auch mit frischen Düften zu arbeiten, aber nicht übertreiben, damit die Wohnung sich gut präsentiert. Auch gerade an warmen Tagen gibt es natürlich den Tipp, eher die Besichtigung vielleicht morgens um 11 zu machen und dann gerade, wenn ja der aufgewärmte Investor angerannt kommt, draußen ist es warm und er betritt dann eine gut gelüftete, eine vielleicht kühlere und gut riechende Wohnung, dann macht das alles einen ganz anderen Eindruck, als wenn er in eine muffige, verstaubte und nicht gelüftete Wohnung kommt. Sechstens, flexible Verhandlungen. Sei nicht starr mit dem Preis. Versuche vielleicht auch, ja, anzubieten, die Nebenkosten vielleicht zu übernehmen, wenn es hier Finanzierungsprobleme gibt oder wenn du merkst, die Wohnung gefällt aber das Badezimmer gar nicht, das kleine WC gar nicht. So habe ich es gemacht. Dann habe ich einfach angeboten, hey, das WC saniere ich dir noch im Kaufpreis mit. Dadurch habe ich gar nicht so viel drauflegen müssen und habe einen glücklichen Käufer, der im Prinzip ja sich für seine Traumwohnung entscheiden kann, weil im Prinzip hat vielleicht nur noch dieses eine Element gefehlt, dass er sich dafür entscheidet, diese Wohnung zu nehmen. Sei nicht starr, aktuell macht das keinen Sinn, sei eher ja, wie Wasser fließend und versuche Lösungen zu generieren. Weil am Ende willst du ja verkaufen und nicht behalten. Also muss man sich dann auch mal bewegen. Auch Flexibilität bei der Finanzierung kann eine Lösung sein. Wenn zum Beispiel im persönlichen Gespräch der Käufer sagt, also für den Kaufpreis fehlt ihm noch ein bisschen Eigenkapital, dann könntest du ihm auch anbieten, ihm ein Verkäuferdarlehen zu geben. Manchmal reichen 10.000 oder 15.000 Eigenkapital und der Käufer entscheidet sich. Oder auch vorher schon Kontakt aufzunehmen mit einem Finanzierungsmakler, dem man dann, wenn der Käufer sagt, er weiß vielleicht noch nicht, ob die Finanzierung so einfach machbar ist, und man sagt, ich habe ja hier und der kann dir gut helfen. Das versteht sich als eine Art Absatzhilfe, um die eigene Wohnung im Prinzip verkaufen zu können. Siebtens, letzter Punkt, Energiekonzept. Mache dir Gedanken zum Thema Dachbodenisolierung, Bodenplatte, dicke Wände, dünne Wände, Doppelverglasung. Und auch die Art, wie die Wohnung befeuert wird, also mit Gas oder Strom oder wie auch immer. Und schaue, welche Vorteile diese Wohnung hat. Vielleicht hat sie es ja Altbau und es hat dicke Wände, guter Punkt. Oder ist es schon Doppelverglasung drin? Dann macht das gerade Sinn, auf diese Vorteile einzugehen. Denn die meisten Käufer fragen, ja, wie ist das denn hier mit der Wärmedämmung? Aber eigentlich haben sie gar keine Ahnung. Wenn du aber gut vorbereitet bist und kannst hier die positiven Aspekte raus, sag ich mal, hervorbringen und herausstellen, dann machst du an dem Punkt sicherlich einen sehr guten Eindruck. Auch kann man sich erkundigen, wie viel Heizkosten der aktuelle Mieter hat, wie viel Stromkosten der aktuelle Mieter hat und das vielleicht vor, dem Ukraine-Krieg und nach dem Ukraine-Krieg, dass man sagt, ja gut, in einer normalen Welt waren die Kosten so und so und ich persönlich gehe auch wieder davon aus, dass sie da landen werden, sodass der Käufer hier keine Angst haben muss. Oft sind Energieausweise ja schon 8 Jahre alt und in dieser Zeit ist ja ganz viel passiert. Vielleicht wurde ja auch der Dachboden ausgebaut und dann kann man sagen, ja gut, also der Energieausweis sieht ja nicht so gut aus, aber in der Zwischenzeit wurde der Dachboden komplett gedämmt, da wohnt jetzt auch einer drin und damit hat sich das Energiekonzept bzw. die Dämmung des gesamten Hauses maßgeblich verbessert, weil wir haben jetzt einen Deckel auf dem Topf. Also sich hier vorzubereiten, macht absolut Sinn. Die meisten sind einfach nur zufrieden, wenn sie hier smarte Antworten hören. Ja, in einem anspruchsvollen Marktumfeld ist also Flexibilität und vor allem auch Freundlichkeit King. Denn niemand möchte von einem muffigen Verkäufer die Wohnung kaufen, sondern ja, man möchte ein gutes Gefühl haben, ein Gefühl des Vertrauens. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, bei der eigenen Wohnung nicht zu schwindeln, sondern einfach alle guten Punkte hervorzutun, auch wenn es schlechte Punkte gibt. Macht es einfach Sinn, sie ehrlich anzusprechen und dann sagen, ja, aber dafür ist dann der Kaufpreis auch ein bisschen günstiger. Aber die Vorteilspunkte, die überlagern hier und deswegen macht es Sinn, die Wohnung zu kaufen, weil nur so bekommt der Käufer einen ehrlichen Eindruck und der ehrlichen Eindruck bekommt man halt einfach nur mit Ehrlichkeit. Und am Ende des Tages ist die Freundlichkeit ein ganz wesentlicher Faktor. Also auch hier kann man durch Freundlichkeit,
Zuverlässigkeit, Offenheit und Ehrlichkeit, aber auch mit emotionalen Touch, wie dem Fall, dass man selber in der Wohnung gewohnt hat, ganz viel erreichen. Denn niemand möchte von einem Immobilienhai die Wohnung kaufen, weil dann hat man irgendwie immer das Gefühl, man wird hier über den Tisch gezogen, was natürlich auch theoretisch sein kann. Ich hoffe, dir haben meine Tipps geholfen, meine persönlichen 7-Punkte-Plan zum Verkauf meiner eigenen Immobilie. Denn auch mir ist bewusst, dass der Markt angespannt ist und ich musste mir ja selber überlegen, was kann ich jetzt tun, um meine Immobilie zu meinem Zielpreis und möglichst schnell zu verkaufen. Und das hat wunderbar funktioniert. Gerne stelle ich dir auch meinen 7-Punkte-Plan in schriftlicher Form für dich so als Checkliste zur Verfügung. Komm doch einfach in meine Telegram-Gruppe und da findest du den Plan kostenfrei zu deinem Download zur Verfügung. Beste Grüße aus Nürnberg und viel Erfolg bei deinem Verkauf, Florian.